Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich zeige euch mal die Geschichte. Und wann schneide ich zum großen iPad? Also zum nächsten, zum anderen. Denn ich habe da schon die Story und ich zeige sie euch jetzt. Das dauert halt, weil es neu ist und ich zeige euch jetzt die Geschichte. Ich glaube, das Licht ist ein bisschen nervig. Ich glaube, schalten wir es aus. Ich glaube, so ist es auch besser, oder? Joa. Bisschen mehr Licht soll es sein. Aber man sieht es dann besser. Okay. Die Geschichte wird beginnen. Oder? Hallo? Schaut nicht so aus. Wartet mal. Geh mal von neu. In Wildcraft rein. Ja, und ihr seht Geschichte. Kackpause! Pause, nein! Du blöde Pause zerstörst alles! Was ist mit den Alten, mein Handy los? Die Geschichte bricht ab. Okay, jetzt nochmal rein. Und jetzt bitte ohne die Pause. Die Pause stört. Und ja, es wurde von Turboblock Gibt Games gemacht. Und sorry, dass ich hier eine Minute damit hänge. Die Geschichte dauert eben lange und kann das jetzt endlich laden? Ja. Okay. Willkommen bei Wildcraft. Dies ist eine Geschichte über Wildtiere. Eine Geschichte über wunderschöne Natur und Tiere. Das schaut nicht so gut, dass die Grafik in mein Handy. Eine Geschichte, die du erschaffst. Hoffentlich packt's. Achso. Es ist Zeit für dich, erwachsen zu werden und das Jagen zu lernen. Zunächst lass uns üben. Verwende das Joystick, um dich zu bewegen. Also, ich bin jetzt das Baby und ja, wir laufen zum grünen Ding. Hoffentlich backt's nicht. Jetzt lass uns das Rennen üben. Du musst das da drücken. Ach so, und Leute, sorry, dass ich vorher beim Cat Simulator Video das nur schlecht gehabt habe. Jetzt haben wir es besser. Und jetzt müssen wir zum grünen Ding rennen. Toll gemacht. Es ist Zeit, dein erstes Ziel zu finden. Erfülle deine Aufgaben, steige ein Level auf. Verwende diesen Button, um Tiere in der Nähe zu finden. Also diesen. Und wieso zum Teufel ist der Sound aus? Ah, das war die ganze Zeit so. Okay. Und da ist, glaube ich, schon das erste Tier. Der Fuchs. Besiege den Fuchs gemeinsam mit deiner Mutter. Verwende diese Taste zum Angreifen. Und dabei tut er mir nichts. Also, ich kann natürlich angreifen. Oh, das ist so schön. Cute. Glückwunsch, du hast deinen Fuchs besiegt. Ein Fuchs, nicht dein Fuchs. Und du kannst diese Truhe öffnen und dann kriegst du das da halt. Cool. Guter Anfang. Verbessere deinen Charakter, um stärker zu werden. Okay. Oh. Ja. Oh. Jetzt bist du bereit, dein eigenes Abenteuer zu
Abenteuer und deine eigene Familie zu starten. Ihr könnt doch selbst lesen, nicht dass ich falsch lese. Okay, ich muss meinem Charakter einen Namen geben. Wie soll ich ihn denn nennen? Aber ist jetzt eigentlich auch egal. Ich nenne ihn jetzt einfach Bello, denn wir sehen uns auch beim iPad mit Bello. Und das ist sogar ein Bub. Okay. Also, tschüss. Wir sehen uns drüben. Ich schneide, aber ich will erstmal sehen. Okay, wir sehen uns drüben. Hi Leute, da sind wir wieder. Ich bin jetzt mit dem iPad hier und wir gehen auf Multiplayer und ja, starten das Spiel. Und ich heiße Belluska. Es war schwer, den Button zu erreichen. Glut, Junge. Kann nicht verbunden werden. Ich glaube, ich mache es den vorigen Part. Ich schneide. So, da haben wir schon einen gefunden. Die Franziska. Wenn ich mich nicht täusche. Kleiner Dämons. Und ja. Jetzt wissen wir, wie das Spiel geht. Das ist halt Schocken. Das wissen wir von... Ja. Und dieses Smiley da. Damit kannst du Befehle machen. Die kriegst du alles von der Truhe. Zum Beispiel, wenn du das machst, drückst, dann macht das. Gegnerinfos gibt es hier. Geschenke gibt es auch. Auf Info ist hier von Gegner. Das ist der Boss, der Ultra ist. Okay. Geht bitte nicht Serve gehen. Bitte, ich muss mit D schreiben. Ich darf hier nicht anders schreiben. Mit dir auch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ach, okay. Versteht ihr mich überhaupt? Ich hoffe schon. Also, ja, es geht um einen Wolf. Du kannst Lux und Fuchs spielen. Alles zeige ich euch dann. Warte mal, habe ich YouTube geschrieben? Video für YouTube. Also, YouTube-Video. YouTube. Es kann sein, dass die Kamera runterfällt, denn ich habe nicht bedacht, dass ich sie so aufstellen soll. Also, ich versuche es ein bisschen sichtbarer zu machen. Denn ich mag nicht gehatet werden. Wartet. Ihr könnt schauen, wenn Video aus ist. Also, ihr seht, hier kann man springen, auch hier beim Button. Bei mir sieht man es nicht so gut. Klare Aufwachung. Okay, also hier sind schon ein paar Füchse und wir wissen, man kann sich verstärken und ja, ich verstärke mich schon hart. Okay. Dann jage ich hier. Und es gibt bis 8 die Einzelfamilie. Nicht bis 4, wie bei Kätzchen und so. Boah, die Gegner sind so leicht. Außer Stimmen gibt es halt dieses Auge.
Und wir machen dann am nächsten Part. Hier mache ich noch ein paar Part. Okay. Wir sehen uns dann ab per Video läuft noch. Okay. Klar, okay. Ist ja klar, meine Freundin. Was, okay, warum nicht? Was, warum nicht? Warum nicht? Weil es gefährlich ist. Verfolgt zu werden. Und man kann halt so einen Mund nehmen auf angreifen. Das müssen ein paar Profis wissen. Wir sehen uns dann auch im Einzel erstmal. Und ja. Okay. Wir sehen uns dann im anderen Part. Also im Part. Im Part 2, 3. Also wir sehen uns. Was mache ich da? Ich glaube, es kann. Boah, Facebook. Mache ich überhaupt? Ich wollte mich Community? Warum geht das auf einmal nicht? Ich gucke, ob es für dich eine Schule gibt. Die spielen. Okay. Ich komme als Baby Force. Aber gleich komme ich. Heute sage ich auch schon Bye-Bye. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und ciao. Tschüssi.